Guten Morgen, ihr Lieben. Der Hund und ich, wir sind wieder in England. Ja, wir haben den ganzen weiten Weg wieder geschafft. Und es wird darüber auch ein Video geben. Ein langes Video über meine ganze Anreise. Aber heute möchte ich euch gerne auf einen kleinen Hundespaziergang mitnehmen. Denn ganz in der Nähe, wo ich wohne, ist Silbury Hill. Und Avebury und West Kennet Longbarrow. Und es gibt einen wunderbaren kleinen Spaziergang. Ja, und wenn ihr Bock habt, dann kommt er einfach mit. So, da ist er. Der größte prähistorische, von Menschenhand geschaffene Hügel Europas. Ist der nicht faszinierend? Der Hügel wurde über eine Phase von ungefähr 150 Jahren erschaffen. Also das heißt, er wurde nicht in einem Male so in diese Größe aufgeschüttet, sondern die ersten Arbeiten begannen ungefähr zwischen 2,5 und 2,4 vor unserer Zeitrechnung. Oh Gott, hier steht alles unter Wasser. Die letzte Zeit hat es hier unheimlich viel geregnet und manchmal hat man das Gefühl, die ganze Insel geht unter. Aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches für diese Jahreszeit. Als Archäologen sich das erste Mal mit diesem Hügel beschäftigt haben, haben sie gedacht, das ist das gigantische Grab eines bronzezeitlichen Keltenfürsten. Und da muss ein massiver Goldschatz drin sein. Umso größer war natürlich die Enttäuschung, als sie dann erste Tunnelgrabungen gemacht haben und gemerkt haben, nö, außer Erde und ein bisschen Feuerstein und ein paar Geweihe haben sie nichts gefunden. Und das allein zeigt schon, dass Silbury Hill eine symbolische Bedeutung gehabt haben muss für die damaligen Menschen. Oh, das war jetzt gerade eine nette Begegnung. Ich habe eben einen Mann getroffen, der eigentlich gar nicht so weit weg wohnt, aber das erste Mal hier diesen Hügel besucht. Und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht über unsere Sichtweisen, was wir darin sehen. Und das fand ich ganz spannend, dass er sagte, er spürt in Verbindung mit diesem Hügel eine joyful energy, also eine freudige Energie. Und er sagte auch, dass er spürt, dass die Menschen damals eben in dieser Energie dort auch Feierlichkeiten abgehalten haben. Und das finde ich mega interessant, weil auch für mich ist dieser Hügel sehr mit den lebensbejahenden Kräften verbunden. Für mich ist er der schwangere Leib der Erdgöttin, die sich immer wieder aufs Neue gebärt durch ihre Natur. Das Gefühl, das ich habe, wenn ich diesen Eingangsbereich betrete, das ist immer ein zutiefst sakrales Gefühl. So wie wenn ich mich dem Schoß der Erdmutter näher, wie wenn das sozusagen ihr Urheiligtum ist, ihr Innerstes. Und ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr hier. Und dieses Gefühl, oh, ich merke auch gerade, ich habe gesucht, ob ich eine Taschenlampe dabei habe. Habe ich nicht. Und ich merke, da ist immer so diese
Es ist wie so eine Eintrittsschwelle, eine innerliche, die man überwinden muss, um sich wirklich zu trauen, hier hineinzugehen. Und ich merke, damit kämpfe ich gerade. Ich wag's. Oh, okay. Okay, ich bin jetzt in der hintersten Kammer, wo ich einmal eine wunderschöne Erfahrung gemacht habe. Bei einer Vollmondzeremonie, wo wir getrommelt haben. Die habe ich auch beschrieben in meinem Buch, meinem spirituellen Reiseführer durch Südwestengland. Oh, jetzt traut er sich, der kleine Stinker. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, hey. Oh, ich glaube, der Hund ist froh, dass ich wieder draußen bin. Nein, ich wurde nicht verschluckt, zum Glück. Ja. Ich finde, diese Magie, die wahre Magie dieser Orte, ist eigentlich nur spürbar, wirklich spürbar, wenn man sie besucht. In einer Jahreszeit, wo eben keine Touristenströme sich herumtummeln. So wie jetzt, wir haben fast Mitte Dezember und ich bin hier komplett alleine. Und das ist der Moment, wo sich so die wahre Magie für mich offenbart.